Was für ein merkwürdiger Wochenstart. Eigentlich dachte ich heute, ich habe ein richtig volles Studio. Lauter bekannte Astro-TV-Gesichter wollte ich heute hier begrüßen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, bin immer noch allein. Aber es ist doch 9 Uhr, oder habe ich mich jetzt irgendwie vertan? Ich muss mal gucken, wo die alle abgeblieben sind. Es sollte heute mal wieder so eine richtig schöne private Astro-TV-Stunde hier werden. Christoph Schönau, Brigitte Heidemann, Angelika Schieber, da hinten, ja, da schieben sie noch eine ruhige Kugel, kann man so sagen. Ihr Lieben, ja, habt ihr mal irgendwie auf die Uhr geguckt? Nein. Also, wir nehmen zwar das Leben immer sehr, sehr leicht, ja, und heiter, aber... Spannende Gespräche. Ja, man hat schon mitbekommen. Aber wir starten natürlich trotzdem dann gleich durch, denn ich freue mich heute. Van Bernhard hat den, habt ihr nicht zufällig gefunden, ne? Der ist noch in der Maske. Ja. Kommt aber dann auch noch rechtzeitig. Der kommt auch noch. Nimm doch bitte Platz, mein lieber Christoph. Nimm doch bitte Platz, Angelika und Brigitte. Ja, wir starten ja gemeinsam quasi gleich in den Tag. Aber bevor wir das tun, sind wir jetzt komplett endlich hier im Leichter Leben Studio. Und ich würde mal sagen, es kann losgehen, oder? Na klar. Na klar. Lag es auch noch ein bisschen am rückläufigen Merkur, oder? Wir schieben einfach noch mal alles auf ihn, weil noch dürfen wir ja. Bald ist es ja vorbei. Dann ist er wieder aus dem Haus raus quasi. Genau. Und außerdem Montag. Montag. Aber Brigitte, du siehst toll aus, wirklich. Ich freue mich heute. Soll ich dir mal was verraten, warum ich so toll aussehe? Ja, natürlich. Weil wir eine tolle Maske. Ach was, nein, ich finde sportlich elegant, so, unsere Brigitte Heidemann. Aber sie ist natürlich nicht die Einzige, die wir heute begrüßen. Aber erstmal natürlich auch an euch ein herzliches Hallo, schön, dass ihr bei uns seid. Angelika Schieber ist bei uns, die heute mal wieder etwas auf ihrem Herzen hat, über das sie gerne sprechen möchte. Man weiß von ihr, dass sie sich gerne einsetzt für die etwas Schwächeren. Und da gibt es ein neues Projekt, das wir alle ein bisschen unterstützen könnten. Darüber wird sie uns einiges erzählen. Christoph Schönau, freue ich mich auch immer. Ihr hattet ja letzten Freitag noch einen schönen Shop miteinander. Ja, genau. Christoph ist klasse. Christoph ist klasse. Und deswegen freue ich mich auch, dass er heute bei uns im Studio ist. Und wie gesagt, wenn Frank gleich hoffentlich aus der Maske raus ist, dann werden wir ihn natürlich auch noch begrüßen. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, wie starten wir in diese Woche? Wie starten wir in diesem Montag? Wird es so holprig bleiben oder haben wir gute Aussichten? Brigitte Heidemann. Warte. Immer mit der Ruhe. Gott. Die Tagesprognose. Genau. Jetzt darfst du loslegen und uns. Also heute ist. Also wir haben wirklich gespannt. Komisch, ne? Das ist ein bisschen komisch, oder? Also was dafür darfst du mal jetzt die erste Karte ziehen? Ach, dann bin ich verantwortlich, ja? Zieh mal eine, bitte. Ich ziehe drei, weil es sind die Wochen. Ich habe die erste schon. Arbeitskarte, Siste, passt doch, fängt doch gut an. Ne? Arbeitskarte, zu Hause war das Wochenende, ist immer die Vergangenheitskarte und hier ist das Sternteilerchen für diese Woche. Das ist gut. Du kennst doch das Märchen vom Sternteiler. Ja. Liebe Zuschauer, ihr zu Hause auch. Weil Sternenteilerchen, das universelle Geschenk. Es eröffnen sich Möglichkeiten. Das heißt, in dieser Woche bekommen alle von uns, ich bin jetzt mal mutig und sag wirklich alle, auch du, eine positive Überraschung. Schön, dass du das so gesagt hast. Und auch du, also alle kriegen es. Und auch du, Andrea. Normalerweise kriegen es ja nur alle, aber du nie. Aber heute kriegst auch du ein Geschenk. Ja, danke. Ja. Das muss sein. Ja, das muss wirklich sein. Weil zu Hause war es wirklich gut so. Mal ein Wochenende ein bisschen entspannen für alle
die das Wochenende entspannen konnten. Die Arbeitskarte ist wieder da. Wir arbeiten ja auch. Montag. Ja, und natürlich dann. Und aber das Geschenk. Das also Geschenk nehmen wir alle gerne an. Woche. Das bedeutet positiv. Eigentlich positiv. Dann, dass wir positiv in die Woche starten Recht können und uns auch freuen können. Das heißt, so holprig der Montagmorgen heute begonnen hat, so schön ist es natürlich zu wissen, dass ja. es nicht so weitergeht. Brigitte, vielen ja. herzlichen Dank. Für dich steht auch die Abreise an. Das ja, bedeutet. Nach Hause, deshalb die Zuhause. Ja, genau, die Zuhause-Karte für dich gezogen. Aber man kann dich ja trotz alledem erreichen. Das ist ja das Schöne. Naja, nämlich auf der einen Seite unter unserer eingeblendeten Telefonnummer. Da könnt ihr unter anderem Termine natürlich mit all unseren Lebensberatern ausmachen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr noch nie mit einem unserer Lebensberater gesprochen habt, euch ganz unverbindlich bei unserem Partner Questico anmelden. Und dann kriegt man ein 15-minütiges Gratisgespräch. Genau. Machst du das auch? Ja, na klar. Ich liebe es, Geschenke zu verteilen. Auch. Ja, wie Sternteiler. Und wir kriegen ja auch ein Geschenk. Genau. Lasst euch beschenken von Questico und vielleicht auch von einem unserer wunderbaren Berater. Da könnt ihr nämlich auch aussuchen, mit wem ihr gerne sprechen wollt, welcher Gratisberater gerade online ist. Vielleicht ist auch das ein oder andere AstroTV-Gesicht dabei. Also einfach mal ausprobieren. Ansonsten, Brigitte, vielen, vielen herzlichen Dank ja, für den Besuch. Lass es dir gut auch. Gehen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. Ja. Ciao. Alles Gute. Dir auch. Bis Tschüss, dann. Brigitte Heinemann. Es gibt Geschenke. Ja, und auch heute gibt es natürlich ein Geschenk von uns, beziehungsweise in dieser Woche. Und da geht es dieses Mal um ein wunderbares Kerzenset von einer unserer AstroTV-Shop-Partnerinnen. Rosemarie Fahle hat es uns in dieser Woche zur Verfügung gestellt. Und da geht es eben auch um Schutz. Da geht es um Segnung. Und Rosemarie ist jetzt auch zugeschaltet und wird uns ein bisschen was über dieses Set erklären können. Für wen ist es was? Warum sollten wir in dieser Woche mitmachen bei der Verlosung? Rosemarie, ich grüße dich. Ach nein, ich grüße dich noch nicht, sondern es geht holprig weiter. Ich stelle erstmal die Frage, nämlich welche physische Eigenschaft haben Engel gegenüber uns Menschen? Sie haben Flügel und können fliegen. Sie legen Eier und erzählen Witze. Ich sag ja, es ist ein holpriger Wochenstart, oder? Also diese Frage wird uns aber die ganze Woche noch begleiten. Die ganze Woche werde ich kopfschüttelnd diese Frage erläutern. 50 Cent muss man investieren, aber sprecht die richtige Lösung bitte auf den Anrufbeantworter. Und dann habt ihr die Chance, natürlich bis Freitag in unseren Lostopf zu gelangen. Alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Und unter dieser Internetseite findet man natürlich auch alle unsere Berater im AstroTV-Shop. Unter anderem natürlich auch die Rosemarie. Ist sie denn jetzt bei uns? Hallo erstmal. Ich glaube, die Frage, ja, weil die Frage so lange dauert, ne, braucht man ein bisschen Zeit, dass die einfach ein bisschen länger eingeblendet wird. Aber jetzt ist sie bei uns. Rosemarie, ich grüße dich. Ich habe ja gerade gesagt, also es geht um Segnung, es geht um Schutz. Und es ist natürlich gerade ein Thema, was wir alle ganz gut benötigen, also uns mal wieder in Sicherheit zu fühlen. Das ist alles richtig, gerade in der momentanen Umbruchzeit, wo wir ja sowieso alles im Aufbruch, alles in der Rebellion, alles im Umbruch haben. Ich merke das ja auch jeden Tag in den Anrufen, wo die Menschen Angst haben, ob die Rente noch funktioniert, ob die Finanzen weitergehen, ob man noch die Miete noch zahlen kann und. Und ich sag mal, da ist natürlich unser guter Michael genau der Richtige, der uns einen allumfassenden Schutz bringt. Der räumt uns zwar nicht immer alle Probleme beiseite, aber wir kriegen Wege gezeigt, wie wir die Schwierigkeiten locker überwinden können. Denn immerhin ist Michael, Erzengel Michael, der himmlische Heerführer, der himmlische Heerschar, er ist der Boss, er ist der Chef da oben. Und er ist, und das ist jetzt mal ganz interessant, der absolute Heerführer und Schutzpatron des Landes Deutschland. Er ist unser Schutzpatron in Deutschland. Dafür ist er da. Deswegen haben wir in Deutschland auch so viele Michaeliskirchen und so weiter. Alles, was auf Michael geweiht ist.
Naja, und es ist natürlich ein Engel, den man schon des Öfteren auch wahrgenommen hat, beziehungsweise ein bekannter Engel, der natürlich nicht als Einzelkämpfer dasteht, sondern es gibt natürlich auch viele seiner Begleiter. Aber wir können uns mit diesen ganzen Engeln, mit Erzengel Michael, aber eben auch mit seiner, kann man so sagen, Truppe natürlich auch verbinden, indem wir ihm ein Licht anzünden, indem wir uns mit ihm verbinden. Und es geht um das gute Gefühl. Genau. Es geht um das gute Gefühl, dass wir uns in Sicherheit wahren, wenn wir einfach diese Aura und diese Ausstrahlung der Engel spüren können. Genauso ist es, diese innere Ruhe. Ich habe sie selber ja vor ein paar Jahren extrem bei einem Flug gespürt zwischen Prag und Bukarest. Es war eine Woche Spontanurlaub nach Antalya gebucht. Zwischen Prag und Bukarest ging der Flieger, mein Mann und ich saßen drin, mit einem Mal von 10.000 auf 5.000 Meter runter. Die Sauerstoffmasken fielen aus der Decke, es kam aber nichts raus. Die Stewardessen am Mittelgang wurden grün im Gesicht. Dann drei Reihen hinter uns saß die Mutter eines Fluglehrers von der Lufthansa, der Piloten ausbildet und sagt, um Gottes Willen, der lässt Kerosin ab, wir fallen runter, fangt schon mal an zu beten. Ja, mein Mann sagt ganz ruhig zu mir, du, wir haben den Erzengel Michael an Bord. Wir kommen gut an und wir kommen auch zurück. Wir haben noch so viel Arbeit zu uns. Und jetzt muss man sich diese Entfernung vorstellen. Das Ganze hat sich abgespielt zwischen Prag und Bukarest. Und kurz vor dem Flughafen Istanbul erst hat man die Maschinen gehört, hat er die Maschinen angeschmissen. Dazwischen hast du keinen Tönchen gehört. Und dann hat der eine saubere Landung in Istanbul hingelegt und wir erfuhren dann kompletter Kabinendruckausfall. Und dann ist man natürlich, wenn man in Sicherheit sich wiegt, hat man natürlich auch so ein Gefühl, uns kann gar nichts passieren. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was wir entzünden können in dem Augenblick, wenn wir uns mit deinem Produkt beschäftigen. Es ist unsere Wochenverlosung. Für alle die, die aber jetzt ein bisschen mehr natürlich auch erfahren möchten, die können natürlich auch reingucken, nämlich in unseren AstroTV-Shop unter www.astrotv.de findet man natürlich auch deine ganzen Produkte, die du so anbietest. Und da geht es ja immer so ein bisschen um die Engelsgewalt. Das ist meine Spezialität, dass ich in Richtung, alles ist irgendwo auf Engel ausgerichtet. Das ist richtig. Momentan ist noch sehr stark in Richtung Michael, aber geplant ist, dass es auch noch in Richtung anderer Engel geht. Also lohnt es sich natürlich auch immer vorbeizugucken im AstroTV-Shop, denn ihr Partner entwickelt euch weiter. Es gibt immer mal wieder neue Produkte, es gibt immer mal wieder ein paar Highlights, ein paar Rabatte, die man natürlich auch abgreifen kann. Rosemarie, erstmal herzlichen Dank natürlich für die schöne Verlosung, die du in dieser Woche zur Verfügung gestellt hast. Und ich glaube, der ein oder andere, der freut sich natürlich, wenn er am Freitag wirklich auch gezogen wird und wenn er den Schutz und die Segnung von Erzengel Michael nach Hause bekommt. Das ist richtig. Und die Kerze ist ja von mir schon energetisiert mit dem ganzen Schutzritual, sodass derjenige, der die Kerze zu Hause anzündet, in der Tat nur noch den Segensspruch sprechen muss und dann den ganzen Schutz automatisch aktiviert. Genau, und dann kann man es mal probieren, indem man unseren Anrufbeantworter aktiviert und zwar mit der richtigen Lösung und seinen Namen drauf sprechen und dann geht's in die Lostrommel und vielleicht am Freitag ist dann der ein oder andere happy, dass er eben dieses schöne Paket gewinnt. Rosemarie, lass es dir gut gehen, bis irgendwann bald im AstroTV-Shop bist du natürlich auch immer mal wieder zu sehen. Bis dahin, alles Gute. Alles Gute dir. Bis dann, tschüss und servus. Ich habe es ja gerade gesagt, es gibt ja all unsere Berater, die wir hier bei AstroTV im Fernsehen sehen, ebenfalls in auf unserer Hotline von Questico, von unserem Partner Questico. Da könnt ihr auch Termine ausmachen, unter anderem auch mit dieser Dame. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt.
Angelika Schieber war es heute auch nochmal wichtig, bei Leichter Leben ein paar Worte an die Zuschauer zu richten. Denn wir wissen natürlich von deinem großen Herz, deiner großen Liebe, wenn es wirklich auch um die Kinderhilfe geht. Und wir leben gerade in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, wo viele gerade Unterstützung brauchen, viele Menschen natürlich auch wirklich in Not geraten sind, was ja auch gut ist, dass Menschen diese Solidarität zeigen. Aber wir dürfen eben auch diese kleinen Missstände nicht vergessen. Und deswegen ist es gut, dass du heute mal wieder darauf hinweist, dass es eben auf dieser Welt, nicht nur in der Ukraine, nicht nur in Syrien wirklich Problematiken gibt, sondern auch noch ein Stückchen weiter. Ja, ganz große Probleme in Afrika. Da ist die Not natürlich am größten. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue ich mich sehr. Wir haben ein neues Projekt, und zwar das Kinderdorf, errichtet. 2019 durften wir das eröffnen, und wir haben mittlerweile 20 Kinder aus sozial schwachen Familien aufgenommen. Und da suchen wir Patenschaften mit wirklich einem ganz kleinen Betrag, wo wir die Fixkosten decken können. Diese Kinder bekommen eine Schulbildung. Wir haben eine Werkstatt, wo sie mit Holz und Metall einfach lernen, umzugehen. Es gibt Landwirtschaft, damit sie später einfach mal selbstständig sind und sich selber, bekommen natürlich auch Bildung und sich selber ernähren können, selber etwas tun können oder Möglichkeiten haben auf dem Arbeitsmarkt. Genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Möglichkeiten, die da geschaffen werden. Genau. Und es sind natürlich auch schwierige Situationen, auch gerade natürlich die Mädchen, die sehr darunter leiden, die Unterstützung benötigen. Es gibt ja so viele, Gott sei Dank, tolle Organisationen, aber die Kleinen, die haben eben manchmal nicht diese große Werbefläche, aber ihr tut eben Gutes, weil bei den Kleinen weiß man eben manchmal ein bisschen besser, wo das Geld tatsächlich hingeht, ne? Ja, ich fliege selber wieder nach Afrika, nach Mali. Am 19. Juni freue ich mich schon sehr darauf und besuche das neue Projekt, wo jetzt 20 Kinder eingezogen sind. Wir suchen Patenschaften im Wert von 20 Euro im Monat, um nur die Fixkosten zu decken, wie die Lehrer zu bezahlen, das Essen zu bezahlen. Alles andere haben wir schon bereitgestellt, und 20 Euro ist wirklich nicht sehr viel. Das ist eine indirekte Patenschaft. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ich euch da draußen ermuntern könnte, auf unsere Webseite zu gehen, da mal nachzuschauen und eine Patenschaft zu übernehmen. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Webseite und lassen uns die Webseite eben auch noch mal ein bisschen erklären. Das heißt, wie findet man euch im Internet? Ja, www.malikinderhilfe.org. Einfach Mali Kinderhilfe eingeben, dann kommt es schon. Und da könnt ihr unsere ganzen Projekte sehen. Unseren Verein gibt es schon mehr als 10 Jahre. Und ja, ich freue mich, wenn Sie mal draufgehen, wenn Sie können Bilder sehen, und die Hilfe, die ist natürlich direkt. Es gibt indirekte Patenschaften, für die ich gerade werbe. Es gibt natürlich auch direkte Patenschaften, die Sie übernehmen können für ein Kind mit 50 Euro im Monat. 20 Euro ist wirklich nicht viel, das tut niemandem weh. Und Sie helfen wirklich den Ärmsten der Armen, denn die Möglichkeiten in Afrika sind sehr gering, überhaupt für einen Lebensunterhalt da zu sein, ja, oder Möglichkeiten zu arbeiten zu gehen und so. Genau, ich sage immer, jeder Cent zählt. Ja. Ne? Also vielleicht ist der ein oder andere, der sagt, na, ich bin auch gerade in einer schwierigen Situation. Das heißt, ich kann mir 20 Euro nicht leisten, aber man kann eben auch so spenden. Es gibt auch dort Spendennummern, wo man einfach sagt, okay, jeder Cent, wie gesagt, der kommt an der richtigen Stelle auch an. Man kann eben auch, wenn man sich immer mal wieder im Internet informiert, was so alles passiert in der Zwischenzeit, sich da auch wirklich die Infos holen, denn ihr aktualisiert natürlich auch und wollt die immer Menschen auch so ein bisschen mit auf dem Laufenden halten. Ja. Also da gibt es natürlich tolle Bilder, die ihr ansehen könnt, was wir alles machen, welche Projekte wir haben, wie das Kinderdorf aussieht. Wir haben da eine Werkstatt, wie gesagt, eingerichtet, eine Schule, wir kochen für die Kinder. Wirklich, also ich freue mich natürlich, dieses Projekt zu unterstützen und die Kinder jetzt dieses Jahr kennenzulernen. Freue ich mich sehr, und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr
eine Patenschaft übernehmen könntet oder eine kleine Spende. Selbstverständlich, wenn ihr eine Spendenbescheinigung braucht, bekommt ihr die natürlich. Und ich freue mich natürlich, wenn du dann wieder zurück bist und ein bisschen mehr darüber erzählen kannst. Ja, ich bring gerne Bilder mit. Genau, was da so alles passiert ist und vor allem auch wirklich die Freude natürlich in den Gesichtern der Menschen zu sehen, der Kinder zu sehen. Denn die wissen natürlich, dass sie Unterstützung bekommen und sind dann natürlich auch dankbar. Und diese Dankbarkeit, das hat ja auch was mit einem persönlich dann zu tun, dass man sich gut fühlt. Also man tut Gutes, dann darf man sich auch gut fühlen, aber es kommt auch im Leben alles irgendwie mal wieder zurück. Oder? Kommt alles zurück im Leben, denke ich auch. Ja. Die Mali Kinderhilfe, also mehr Informationen findet man natürlich im Internet. Und Angelika, ich wünsche dir natürlich nur das Beste auf der Dankeschön. Reise. Und ich sage immer, gerade diese kleinen Organisationen, also wir haben so viel Leid und so viel Not im Moment in dieser Welt, aber hier ist es eben auch angesagt, dass man das Ganze nicht vergisst. Christopher Schönau zum Beispiel ist ja auch jemand, der ein großes Herz hat. Du setzt dich ja auch immer mal wieder ehrenamtlich für Geschichten ein, die an dich rangetragen worden sind. Da gab es auch schon viele tolle Happy Ends. Ja, ne? Also wir haben ja unter anderem hier mit Leichter Leben mal meine Freunde unterstützt, wo das behinderte Kind ja auch nicht von der Gemeinschaft oder von der Organisation irgendwie Hilfe bekommen hat und die wirklich ein Haus gebaut haben und da wirklich Behinderten Probleme gab. Wir haben, glaube ich, durch Leichter Leben 2.500 Euro gespendet bekommen. Die konnten sich dadurch eine Schiebetür erleichtern. Und ich kann immer wieder nur sagen, die Familie ist so dankbar gewesen. Und es gibt so viele Projekte, wo man eigentlich helfen kann. Das da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, weil ich immer sage, ja, wie gesagt, es man kann sich auch im guten Bereich quasi informieren und man findet da auch immer irgendwie Dinge, die man gut unterstützen kann. Und deswegen macht es mir natürlich auch Freude, wenn Angelika immer mal wieder über ihre Organisation erzählt und vielleicht auch den einen oder anderen aufrüttelt, mal hinzugucken, mal an andere zu denken, denn das tut auch der eigenen Seele gut. Ja, wir sind alle miteinander verbunden, alle miteinander und es gibt wirklich sehr viel Leid auf dieser Welt. Wir leben hier in Europa sehr privilegiert. Wir haben sehr viele Möglichkeiten für uns und das haben diese Menschen dort unten natürlich nicht. Und ich freue mich über jeden, der bereit ist zu helfen oder uns zu unterstützen. Genau, wir blenden noch einmal kurz die Internetseite bitte schön ein für alle die jetzt vielleicht losgelaufen sind, um sich Stift und Zettel zu holen. Also man findet es ganz leicht unter www.mali-kinderhilfe.org. Also einfach mal notieren und vielleicht auch wirklich noch mal vorbeigucken. Jeder Cent zählt natürlich auch an dieser Stelle. Angelika, du bleibst noch ein bisschen bei uns, gerne. Auch wenn es dich jetzt wieder nach Hause auch verschlägt. So hast du dir gedacht, ach, heute noch mal leichter Leben, die schöne Stunde, denn wir werden uns heute noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Gerne. Wir haben ja in unserer Astro-TV-Familie immer mal die ein oder andere Frage, die es sich lohnt, von euch auch beantwortet gespannt, zu bekommen. Ansonsten ist Angelika natürlich, wenn sie nicht bei Astro TV zu erreichen ist, aber ebenfalls über unseren Partner Questico zu erreichen. Ihr wisst, auf der einen Seite könnt ihr hier unten die Telefonnummer ausnutzen und dann könnt ihr ganz, ganz viele unserer Gesichter sehen, unter anderem auch den Totti, den Thorsten Gabriel. Ich bin Thorsten Gabriel und als eineiiger Zwilling mit meiner natürlichen Gabe der Hellsicht und genauen Zeitangaben für Sie da. Als Neuzeitschamane kann ich Ihre Aura sehen und durch meine 5D-Chakrenengel-Gebete Ihr erlöstes Potenzial für Sie aktivieren. Durch mein schamanisches Familienstellen und den Familiensegen kann ich Ihnen übernommene Themen und negative Energien aus Ihrer Aura erlösen. Ich freue mich, Sie energetisch und hellsichtig zu unterstützen. Bis gleich, Ihr Thorsten Gabriel. Christoph Schönau ist zu Gast. Es ist ja immer ein großes Vergnügen, denn man muss auch sagen, Christoph, ich weiß nicht, aber ich bin ja jetzt ungefähr 18 Jahre, denn so lange gibt es Astro TV schon bei dem Sender und ich glaube, ungefähr so lange kennen wir uns auch schon, oder? Ja, knapp. 2010 knapp. Bin ich zu Astro TV gekommen. Du warst aber so ein junger Mann. Du warst, glaube ich, gerade mal 20, 21 oder so. Richtig, 20. 20. 20 Jahre alt, ja. Und junges Küken, sagt man, glaube ich. Junges Huhn. Und vielleicht auch wirklich der, der irgendwann mal trotz alledem mir den Schub noch mal gibt, ein bisschen mehr ans Kartenlegen zu oder ein bisschen mehr mich darauf vorzubereiten. Denn mein erstes Kartenset habe ich von dir geschenkt bekommen, auf das viele jetzt neidisch sind. Weil das gibt's gar es nicht mehr. Es gibt's gar nicht mehr. Es ist so ein seltenes Kartendeck, das Art Deco Kartendeck. Ja.
Die Art Deco Wahrsagekarten. Ja. Ich habe auch gesehen, die hast du richtig schön immer bei Instagram auch. Wo ja, und vor allem lustigerweise auch einen Questico-Berater, ja, der mir dann, der ein Buch darüber geschrieben hat. Ach, das ja. Das heißt, ich habe die komplette Erklärung der Karten und kann damit richtig arbeiten, wenn ich es mal öfters tun würde. Aber vielleicht ist halt noch nicht der richtige Zeitpunkt, denn das kennst du ja auch. Mhm. Ne? Du bist ja auch früher Berater gewesen. Das war zu der Zeit der richtige Zeitpunkt, ja, aber irgendwann halt dann nicht mehr. Ja, es kommen einfach irgendwann die Situationen zustande, dass man sagt, es ändert sich was. Und bei mir hat alles angefangen, ich liebe die Spiritualität, ich sehe das auch immer noch als Teil meines Lebens. Aber es hat für mich nicht mehr beruflich irgendwie gepasst, dass ich gesagt habe, ich muss was verändern. Und die Veränderung kam dann durch den Schicksalsschlag, den Tod meines Großvaters, wo ich dann direkt danach eben wieder Termine hier hatte. Und ich saß im Studio und hatte so diese Luftbeengung und hatte das Gefühl, es ist nicht mehr meins. Ja, und dann muss ich ja irgendwie der Weg wieder anders erweitern. Und dann gab es eben die Chance für mich, als Moderator durchzustarten. Ich durfte ja schon die Jahre zuvor verschiedene Shops bei Astro TV moderieren. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe so da meine Berufung gefunden. Und dann kamen eben die großen Kanäle auf mich zu. Jetzt ein neuer TV-Sender, inzwischen mit dem Astro TV-Shop. Also ich bin ja weiterhin ein Teil, aber eben nicht mehr in der Beraterrunde, sondern mehr in die Moderatorenrolle gerutscht. Ja, und da freue ich mich sehr drüber. Genau, was aber schön ist. Und trotz alledem hast du natürlich die Erfahrung, wer weiß. Vielleicht geht es irgendwann mal wieder zurück? Denn ich glaube schon, dass es auch damals viele, viele Kunden gab, die dich schmerzlich vermisst haben, auch als Astro-TV-Berater natürlich. Ja, das glaube ich auch. Ich liebe die Zeit auch. Also ich freue mich immer wieder, auch wenn ich so in meine alten Sendungen, ich habe so ein kleines Sendungsarchiv und ich gucke mir so meine allerersten Sendungen in Cosmica TV 2010 noch an, wo ich noch das erste Mal auf Sendung war und dann noch hier so die alten Sendungen. Es ist immer wieder schön zu gucken, aber momentan bin ich einfach mehr in dieser Moderatorenrolle und habe da so ein bisschen meinen Weg gefunden und bin auch sehr stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja, und wir feiern ja auch bald alle mal wieder zusammen, was ja auch so schön ist, denn da sieht man auch wieder sehr viele vertraute Gesichter, da ist mal wieder ein ganz besonderer Tag, denn Astro TV feiert bald im Juni, glaube ich, Geburtstag. Also 30. Juni, am 30. Juni gibt es also auch quasi einen ganz turbulent verrückten Tag hier bei uns bei Astro TV, den sollte man sich jetzt schon mal rot ins Kalenderchen einschreiben, dann sind wir irgendwie alle da, oder? Ja, dann sind wir alle da und es wird wirklich was ganz Besonderes auf euch warten. Ich weiß ja schon einiges. Also irgendjemand hat mir ins Ohr geflüstert, es gibt eine Koch-Challenge zwischen Jens und mir. Ich weiß nicht, ob das die richtigen zwei Kandidaten für eine Koch-Challenge wären. Ich bin sehr gespannt, weil ich moderiere es. Ah, alles klar. Das darf ich ja jetzt schon mal so verraten. Ich werde euch moderieren. Ich werde euch nerven mit ganz vielen Fragen. Ja, aber vielleicht brauche ich gar nicht so viel. Vielleicht habe ich auch ganz viel Zeit, weil ich einfach eine TK-Pizza in den Backofen schiebe. Und dann haben wir 12 Minuten Zeit, uns wirklich zu unterhalten. Echt? Nein. Das glaube ich. Nein, das kochst glaub ich du gerne? Nicht. Sagen wir es mal so, ich lasse mich unglaublich gerne bekochen. Mhm. Kochen selber, ich kann schon ein bisschen was, aber es ist jetzt nicht so mein Hobby. Wir werden es sehen am 30.06. Also ich bräuchte halt immer irgendjemand, der mir all diese Arbeiten macht, weißt du? Also Schneiden? Ja, das finde ich ist alles so. Da bringe ich dir was mit. Ja, den Nicer Dicer, oder? Habe ich alles. Also all die Hilfsmittel ohne das könnte ich nicht mehr. Also ich liebe das. Meine Küchenmaschine ist das Beste, was ich in meiner Küche haben kann. Also so ein Nicer Dicer, schnell mal ein bisschen das Gemüse durchlassen, Zwiebel mal schnell geschnitten oder so. Aber auch meine Küchenmaschine, wenn du mal einen Salat schnell durchlassen willst. Genial. Ja, ich habe den glaube ich, auch hier bei Astro TV, ich glaube, durch Sabine Salmann kennengelernt. Ja. Dann habe ich mir den auch sofort bestellt, habe den einmal benutzt, habe mich schwerst verletzt, weil der ja wirklich, das ist ja so scharf. Und dann habe ich ihn erstmal wieder nicht mehr benutzt. Und seitdem Sabine Salmann aber wieder des Öfteren bei uns ist und kocht, habe ich ihn wieder rausgeholt. Und ich glaube, das ist schon eine Erleichterung in irgendeiner Form. Du kannst dir ja Inspiration von Sabine geben lassen und kochst einfach was nach. Oder
Ich mache es noch viel besser. Ich nehme einfach meine beste Freundin mit. Ja. Mittag. Und die soll einfach unterm Tisch immer mir irgendwie alles vormachen und so und mir dann immer zuflüstern. Wir wissen ja noch nicht, was auf uns wartet. Irgendwas, ne? Wird mir schon einfallen, Christoph. Aber ich bin natürlich, und du ja auch, wie ich sehe, schon auch jemand, den Werbung überzeugen kann. Absolut. Also ich sage nur Nicer Dicer und ich weiß nicht, was ich nicht alles wirklich auch über verschiedene Kanäle von Sachen angefixt werde, wo ich mir denke, muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ja. Hier haben wir aber jetzt wirklich etwas, was besonders schön ist. Ich habe auch einige dieser schönen Shorts. Ich habe auch nicht nur Shirts. Eins. Ja. Wie viel hast du? 3. Du? Ich 5. Echt, ja? Ja. Nee, ich habe erst mal mit 3 angefangen, so ein bisschen erst mal testen. Ich dachte ne? mal für eine Woche, ja weißt du, so von Montag bis Freitag. Aber ich wollte erst mal größer auch testen. Also ich habe jetzt so meine Größe gefunden und jetzt gibt die nächste Bestellung. Ja, das ist unser AstroTV-Fanshop. Ne? Also da kann man sich alles machen lassen. Handyhüllen, Tassen, Rucksäcke, kleine Taschen, Kochschürzen zum Beispiel auch. Vor allem auch mit dem Aufdruck von Leichter Leben unter anderem. Ja. Denn von Leichter Leben habe ich noch gar nichts. Da muss ich auch wirklich noch mal shoppen. Noch das alte Logo, also von früher noch. Ja. Also ich habe schon 2 Leichter Leben T-Shirts und auch eine Kappe, aber die neuen Logos sind natürlich auch sehr, sehr schön. Wir können ja mal ganz kurz drauf gucken auf den AstroTV-Shop und können ein bisschen zeigen, was es da so alles gibt. Und da du ja in dem Punkt der Moderator gerade bist, kann ich mich zurücklehnen und du kannst ein bisschen erzählen, was man alles so findet. Ja, man muss einfach nur auf astrotv.de gehen, dann bis runter scrollen und dann einfach mal auf den Fanartikel-Shop von AstroTV gehen, da einmal draufklicken, dann öffnet sich eine neue Seite und dann hat man da die volle Auswahl von Hoodies bis hin zu Tassen, Basecaps. Wir haben alles dabei in unterschiedlichen Farben, in unterschiedlichen Logos, Leichter Leben, AstroTV. Und auch schöne Qualität, muss man wirklich sagen. Also Angelika, hast du schon mal reingeguckt in unseren AstroTV-Shop? Ich sehe das zum ersten Mal. Nicht dein Ernst. Das haben ganz viele gesagt. Brigitte hat das mir heute auch gesagt, die kannte das nicht. Maren hat es auch gesagt, die kannte es nicht. Na, da ist ja mal gut, dass wir bei Leichter Leben mal darüber reden. Oder? Also den Menschen zeigen, dass wir uns eindecken können. Weil ich finde ja auch, dass die extremst lässig aussehen. So also ich cool. finde, das neue Logo von AstroTV hat so was Spaciges. Und ich finde, es ist nicht nur für die Fans, sondern es ist generell ein tolles Shirt. Egal, ob jetzt mit V-Ausschnitt oder Rundhals. Ja, also ich habe mich jetzt für V, ich liebe einfach V-Ausschnitt, weil ich das so freier finde einfach. Und es auch schöner für Mikros ist, wenn man die mal hier dran machen muss. Aber super Qualität. Einfach zu waschen innerhalb von 5 Tagen hatte ich meine Bestellung zu Hause. Und man muss ja immer eins sagen, die liegen ja nicht irgendwo fertig, sondern die werden extra für einen angefertigt. Ja, genau, bei den Frauen-T-Shirts muss man wirklich immer sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch Männern ist. Lino hat gesagt, der hat sich ja auch so ein Hoodie bestellt, das ist genau die Größe. Ja. Bei den Frauen, wenn es um die Frauen-Shirts geht, die fallen ein bisschen kleiner aus. Echt, also, ja? Okay. Also wenn man da normalerweise eine 38 oder 40 trägt, sollte man immer eine Nummer größer nehmen, würde ich jetzt auch mal. Also ich habe jetzt die XL für mich als Mann, bin auch recht groß und habe auch große, massive Schultern. Ich finde es super. Mhm. Also wirklich, ich habe 3 T-Shirts, ich werde sie morgen vielleicht noch mal eins tragen. Vielleicht ziehe ich mich auch spontan noch mal um, wenn ich gleich in den AstroTV-Shop gehe. Wer weiß das schon? Ja, und ich finde wirklich auch, das sind lustige Sachen, die dabei sind. Also egal, ob es jetzt wirklich mit dem Logo von AstroTV versehen ist oder auch mit unserem Leichter-Leben-Logo. Es ist nicht sofort als spirituelles T-Shirt quasi zu erkennen, aber es ist ein Statement. Und ich glaube auch, dass viele unserer Berater, aber auch unserer Fans natürlich froh sind, wenn sie sich auch mal zu uns bekennen. Denn das ist natürlich auch ein gewisses Zeichen und ich glaube, das kriegst du ja auch mit. Ne? Die Offenheit der Menschen, was Spiritualität anbelangt, ist ja immer größer. Also jetzt bist du ja kein spiritueller Berater mehr, aber trotz alledem ja noch in diesem Bereich irgendwie tätig. Ja, aber die Spiritualität ist ja immer da. Also es ist ja immer ein Teil von uns. Wir alle sind mit spirituellen Energiezentren geboren worden und ich finde, Spiritualität gehört einfach zum Leben dazu. Das ist schon manchmal einfach nur dieses gute Gefühl, wenn du unterwegs bist, sitzt im Auto und wünschst dir einen freien Tag. Und mit einmal hast du deinen freien Parkplatz, was ja in Berlin nicht immer so einfach ist. Ich sag mal, bei mir zu Hause auf meinem Dorf, da kriege ich immer meinen Parkplatz. Aber hier in Berlin mache ich das immer. Ich sitze im Auto, fahre zum Hotel. Kurz bevor die letzte Ampel kommt, setze ich einmal den Satz ab, bitte einen freien Parkplatz direkt vor meinem Balkonzimmer. Und schon habe ich meinen freien Parkplatz direkt vom Balkonzimmer. Und es oder sind so. Immer diese kleinen Dinge, die man wirklich auch ausprobieren kann. Also wenn man wirklich richtig fest an Sachen glaubt und sie abschickt, dann wird man verwundert sein, was alles im Leben einem doch in den Schoß fallen kann. Ja, und es passieren manchmal so
kleine Zufälle, also wirklich so kleine Sachen, mit denen du nie gerechnet hast. Ich hatte letztens wieder mit einer Freundin, waren wir unterwegs, wir gehen gerne hier zu einem Lieblingsinder und der hat dann sie gleich eingeladen zum schönen indischen Bollywood-Abend zum Beispiel. Und was hat sie da? Sie hat ihren Traumpartner kennengelernt. Also bitte, es gibt doch keine Zufälle, so sehe ich es immer wieder. Für mich sind alles Bestimmungen. Aber ich meine, das habe ich, glaube ich, am Freitag bei dir im Shop auch gehört oder was am Donnerstag, wo du erzählt hast, auch bei dir die Partnerschaft ist ja auch in irgendeiner Form gewachsen, entstanden und mittlerweile so gefestigt, verheiratet, ein Haus wird gebaut. 3 Jahre jetzt schon bald verheiratet. Im September werden es 3 Jahre. Wir bauen gerade ein Haus. Wir werden sesshaft. Mhm. Sesshaft und familiengründungsmäßig vielleicht auch bald unterwegs. Na, da bin ich mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden nachher, obwohl wir uns ja wirklich auch gut kennen, aber es gibt ja immer ein paar Fragen, die wüsste ich jetzt nicht, wie du sie beantwortest. Das sind manchmal auch so ganz einfache, einfältige Fragen, aber es macht Spaß, darüber zu reden. Da werden wir uns gleich mit dir, aber auch Angelika und dem Frank auseinandersetzen. Mhm. Der ist mittlerweile aus der Maske raus. Ja, muss ja super aussehen jetzt. Ne? Also das denke ich auch. Wir gucken gleich mal, wie er aussieht. Aber bevor wir den Frank Bernotat uns angucken, gucken wir erstmal auf einen anderen naturschönen Mann, auf Timo Wagenbach nämlich. Der ist unser Astrologe und auch heute stellt er wieder 2 Horoskope vor, die sich auch immer lohnen, zu Hause zu haben. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Timo Wagenbach, ich bin Medienastrologe und präsentiere Ihnen heute 2 meiner Lieblingshoroskope, die Sie schriftlich nach Hause bekommen können, wenn Sie Lust haben, einen Blick in Ihre Zukunft zu werfen. Zum einen gibt es hier das Persönlichkeitshoroskop, das beschreibt, wo steht mein Aszendent, wo ist mein Mond und was für Talente habe ich, werde ich zu Reichtum kommen, was für eine Art Job brauche ich, was für Freundschaften brauche ich in meinem Leben, das erfahren Sie alles mit Ihrem ganz persönlichen Persönlichkeitshoroskop. Und dann gibt es noch ein zweites Horoskop, was sehr gerne genommen wird, weil es einfach einen Blick in die Zukunft bringt. Das Forscherhoroskop für die nächsten 12 Monate. Und dann bekommen Sie hier diese wundervollen Texte. Ich habe jetzt mal als Beispiel hier mal aufgeschlagen für mich, was Sie in den nächsten 12 Monaten erwartet. Und zwar auf Basis von Ihrem Geburtsdatum. Für alle meine Horoskope, die Sie bei mir bestellen, brauche ich immer Geburtsdatum, Geburtszeit und auch den Geburtsort, weil das wird individuell für Sie erstellt. Was erwartet Sie im Forscherhoroskop? Ein Blick in Ihre ganz persönliche Zukunft für die nächsten 12 Monate in der Liebe, im Beruf und natürlich auch in den Finanzen. Jetzt sehr gerne zu bestellen unter der 0800 400 8686. Sie können es zusammen bestellen oder natürlich auch sehr gerne getrennt. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Blendend sieht er aus, oder? Blendend, der Frank Bernotat. Ja. Ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Ich denke, ich habe ja nichts im Ohr. Und dann sagt die Andrea, ich habe ja sie. Genau. Es ist so schön. Ja, ich freue mich ja immer, dass du da bist. Vielleicht für die Zuschauer zur Erklärung. Natürlich sind auch unsere Berater immer mal wieder mit der Regie verknüpft, wenn sie auf Sendung sind. Und dann haben die auch hier so einen kleinen Mann oder eine kleine Frau im Ohr sitzen, die ab und zu mal eben Hinweise gibt, was jetzt als nächstes angesagt ist. Hier bei Leichter Leben seid ihr frei, locker und könnt so handeln und machen, was immer ihr wollt. Wirklich? Ja, wirklich. So ist es. Guck mal, du hast Karten, ich habe Karten. Ja. Beides sind grüne Karten, was ja irgendwie ganz lustig ist. Meine haben eine 5 drauf. Das bedeutet, es wird nachher gleich mal wieder eine Fragerunde geben. 5 schnelle Fragen an euch Berater, aber die packe ich erstmal zur Seite, denn jetzt geht's um deine Karten, die Frank Bernotat Lennemore-Karten. Mhm. Seit wann gibt's die denn? Ja, also die gibt's eigentlich noch gar nicht, die sind ganz neu. Ihr wisst ja, leichter Leben ist immer ziemlich schnell und ja, da bin ich jetzt. Und zwar, ich habe eine ganz, ganz liebe Frau getroffen, die hat so meinen Traum verwirklicht. Sie hat nämlich für mich Karten gezeichnet. Und in diesen Karten muss ich wirklich sagen, jetzt seht ihr gerade den Cocker, das war mal mein Hund Tamara. Und das passt einfach so schön in die Karten, finde ich. Und zum Beispiel, einmal den Baum. Ihr wisst es vielleicht, der Baum ist ja die
Kraft und so die Beständigkeitskarte. Und das Schöne finde ich an dem Baum, dass da auch diese kleinen Fliegenpilze da unten sind. Und das ist einfach, es ist so schön, so ein Kartenbild zu gestalten, muss ich wirklich sagen. Und ich weiß nicht, der ein oder andere weiß ja, dass ich aus Bad Oldesloe komme. Und da habe ich den Gänselieselbrunnen, der bei uns auf dem Marktplatz steht, haben wir einfach in mein Kartenbild gebracht. Was ja immer ganz schön ist, wenn, ich nehme die jetzt einfach mal alles so in die Hand. Was ja ganz schön ist, ist, wenn man wirklich auch diese Karten ein bisschen privater gestalten kann. Denn die Aussagen, die natürlich diese Karten haben, hier der Anker, man kennt natürlich verschiedene Lennemore-Karten, aber trotz alledem ist jeder irgendwie ein bisschen anders. Ja, und das ist so toll gewesen. Ich habe sie ja mitgestaltet, gezeichnet hat sie meine liebe Christine. Und hier zum Beispiel bei dem Brief, da steht jetzt auch die Adresse von Bad Oldesloe drauf und sie hat nachgeguckt, das ist alles in Französisch, ob das auch alles so rechtens ist und so. Also die hat auch richtige Forschung noch betrieben, damit wir auch keinem da auf die Genau, es steht jetzt nicht deine Privatadresse hier drauf. Eine Adresse, die es gibt in Frankreich. Aber es geht ja auch wirklich auch so darum, dass man sagen muss, es gibt ja auch Menschen, die sammeln Karten. Die lassen sich auch gerne mal von einem anderen Bild eben inspirieren. Die Aussage, die dahinter steckt, ist ja trotz alledem immer in irgendeiner Form die gleiche. Also genau. Habe ich jetzt ein Lennemore-Kartenset von dir mit dem Anker oder von Marion Anders. Es ist der Anker und der Anker steht natürlich für Festigung, Verankerung. Oder die Berufskarte. Und da hast du natürlich recht. Ich habe sie ja, wie soll ich sagen, die sind ja angelehnt an die Karten der Madame Lenormand. Und es ist jetzt einfach nur ein bisschen Privatsphäre von mir da mit reingebracht worden. Und das ist einfach auch schön. Ich habe ja immer gedacht, wie soll ich sagen? Also sie hat mich so ein bisschen inspiriert, einfach auch zu gucken, was machen wir denn da? Zum Beispiel der Turm, du hattest eben gerade den Turm. Das ist zum Beispiel ein bisschen anders bei mir jetzt geworden. Das ist nämlich die Peter-Paul-Kirche in Bad Oldesloe. Und der Turm steht ja eigentlich für Trennung. Aber in diesem Fall, in meinem Fall, steht es eher für spirituell, für den lieben Gott, für so eher kraftvolle Dinge. Also ich habe sie schon ein bisschen umgewandelt, aber ich habe auch da so ein kleines Heftchen mit reingelegt. Dass man nachlesen kann, damit man einfach auch mal nachlesen kann, was heißen denn die Karten im Einzelnen. Und wir freuen uns natürlich immer über neue Produkte. Also wenn ich sage wir, dann natürlich auch unter anderem Christoph, der natürlich auch die Lennemore-Karten kennt. Aber ich habe es ja gesehen vor der Sendung, hast du dir die schon auch ganz begeistert angeguckt. Noch gibt es sie nicht im Astro-TV-Shop, aber ich habe mich schon drum gekümmert. Ich denke mal, das wird nicht lange dauern. Also ich hoffe es. Ich glaube auch, dass das viele Kunden auch anspricht, weil es einfach ein sehr modernes Lenormand ist. Und das ist ja auch das Lustige, auch wenn ich kein Kartenleger mehr bin, Karten sammeln tue ich immer noch. Auch alle neuen Kartendecks, irgendwie hole ich sie mir immer noch nach Hause. Ja, und ich glaube, das hat auch was mit so einem Empfinden zu tun. Ne? Also man geht dann morgens, so wie wir auch, morgens nicht immer den gleichen Pullover anziehen, sondern eben auch schauen, mit welcher Farbe, mit welchem Outfit fühle ich mich gerade irgendwie schönes wohl. Beispiel. Und genauso ist es ja auch dann bei den Lennemore-Karten. Genau, man sehr, kann sehr schönes die Karten Beispiel. Lesen und man kann sie auch nutzen. Die Lennemore-Karten von Frank Bernhardt hat. Also auch da lohnt es sich immer mal wieder, bei uns unter www.astrotv.de zu gucken. Denn vielleicht poppt irgendwann auch mal ein neuer Partner in unserem Astro-TV-Shop auf. Und der könnte dann Frank Bernhardt heißen. Und dann gibt es vielleicht auch diese schönen Lennemore-Karten. Ist dein Hund gewesen? Ja, Tamara. Die Tamara. Mhm. Süß. Zieh dir doch mal eine, Andrea. Ja, Andrea, zieh dir doch mal eine. Ich zieh mir jetzt mal eine. Ja. Einfach nur so oder soll ich auch was fragen? Frag mal was. Du fragst uns auch immer. Ja, ich frage dich. Ich frage dich jetzt mal. Aber ich weiß gar nichts. Doch, sag mal irgendwas. Ich habe gerade so gar keine so richtige Frage. Und wenn, dann möchte ich die hier nicht so in der Öffentlichkeit. Ich habe eine Wollen Frage für dich. Du hast eine Frage für mich? Gewinnst du die Koch-Challenge? Gewinne ich die Koch-Challenge? Ja. Da habe ich ja so eine Arroganz zu sagen, da brauche ich keine Karte ziehen, da bin ich mir sicher. Klar, wenn ich die gewinne, was habe ich hier gezogen? Das Kreuz Den Gewinn, hast du oder? Gezogen und das heißt mit Sicherheit. Ja.
Ja. Schicksalshaft. Nicht, weil ich es dem Jens nicht zutraue, dass er mich schlagen könnte, aber also wenn wir wirklich diese Koch-Challenge machen und ich gegen den Jens koche, habe ich ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, voll. Weil ich einfach da, ich bin ein Stier, weißt du. Guck mal, der Jens, der isst ja auch nicht so, weißt du. Also, dann isst der ja, also, weißt du. Dieses Hemd, ne? Ja, dieses Hemd, oder? Also wirklich, du bist auch mal froh, wenn ich da bin, ja, ne? Dann siehst du nicht ganz so verloren. Ja, du bist ja nun auch wirklich super schlank. Aber ich trug auch einiges. Ja. Frank, wir werden gleich nochmal, aber es ist ja dieses Schöne, ne? Man bleibt trotzdem in dieser privaten Runde, selbst wenn wir Neuigkeiten anteasern. Jetzt geht's erstmal weiter, nochmal mit dem Hinweis auf unsere Verlosung. Denn ihr wisst, bis Freitag könnt ihr mitmachen und da findet ihr auch wieder etwas von einem unserer Astro-TV-Partner bzw. TV-Partnerin, nämlich von Rosemarie Wahle. Und da geht es um ihr Set, nämlich Schutz und Segnung von Erzengel Michael. Wenn ihr dieses Set gewinnen wollt, dann macht mit bei unserer Verlosung. Und zwar bis Freitag ist der Anrufbeantworter geschaltet. Die elendlange Frage: Welche physische Eigenschaft haben Engel gegenüber uns Menschen? Sie haben Flügel und können fliegen oder sie legen Eier und erzählen Witze. Oh Mann. Ja, ihr stellt immer sehr hoch, sehr schwierige Fragen. Ja, sehr, sehr. Also sehr. Also der Zuschauer bei uns soll auch wirklich mitdenken und manchmal auch noch was dazulernen. Also, und wir wollen ja auch nicht, dass jeder in unsere Lostrommel kommt, sondern dass sie auch ein paar Mal daneben greifen. Heute könnte es wirklich schwierig sein. Fünf schnelle Fragen. Ich erzähle es ja immer wieder. Kommt im Moment von einem Podcast, den ich sehr gerne höre. Ich glaube, wenn Felix Lobrecht und Tommy Schmidt wüssten, dass wir ihr Spiel hier bei Astro TV benutzen, die könnten es nicht glauben, weil die eine ganz andere Richtung natürlich machen, als wir das tun. Aber ich mag die Fragen immer ganz gerne und ich kann es immer auf die beiden schieben, wenn euch Fragen nicht gefallen. Wollen wir mal eine Runde loslegen und einfach noch mal so gucken, wie wir alle unterschiedlich antworten würden? Was machst du in Hotels zum Beispiel, Frank, was du zu Hause nie machen würdest? Ich pack alles aus. Das liegt da so kreuz und quer, weil da kann ich das alles so hinpacken, wie ich das will. Ah, okay. Also du bist ein Auspacker. Ja, ganz unordentlich. Angelika, gibt es bei dir irgendetwas, was du in einem Hotel machst, was du zu Hause nicht machst? Nee? Ich kann die Frage gar nicht beantworten. Nee, es gibt nichts Besonderes. Nee. Also ich habe ja einen sehr ordnungsbewussten Ehemann zu Hause. Und zu Hause muss ich immer das Waschbecken auswischen, nach dem Zähneputzen, dass kein Wassertropfen da ist. Das mache ich im Hotel nicht. Sehr cool. Ich zum Beispiel, ich frühstücke in Hotels, was ich zu Hause nicht mache. Also ich mag einfach das Hotelfrühstück und dann ist da immer so eine schöne Auswahl und so. Zu Hause. Stimmt. Also deswegen finde ich halt das Frühstück im Hotel sehr, sehr schön. Wenn du einen Hund, und du bist ja hundeaffin und hattest ja auch, wenn du einen Hund genetisch optimieren könntest, welche Eigenschaft würdest du ihm noch beibringen? Ganz klar, das Sprechen. Ja. Sprechen finde ich auch ganz, ja stimmt, so ein sprechender Hund. Ich meine, von Loriot, der Hund, der konnte ja sprechen. Ja, stimmt. Sag mal, du, wuff, wuff, wuff. Der konnte ja. Aber es ist ja leider nicht. Sprechen finde ich auch ganz schön, Angelika. Ist aber jetzt schon weg, die Antwort. Aber sprechen würde mir auch gut gefallen. Sprechen ist gut, ja. Was würde ich dem beibringen? Ich würde ihm beibringen. Oder was er halt könnte. Also was er könnte, was jetzt ein Hund normalerweise nicht kann. Sprache. Also auch sprechen, ja? Also sprechen würde mir auch ganz gut gefallen. Ein längeres Leben. Ich habe bei unserem Freundeskreis jetzt zwei Hunde verloren. Ah, und ich finde, ja, bei Hunden so nach 10 oder 11 Jahren, das ist einfach manchmal zu wenig. Ich wünsche mir, mein Hund würde 50, 60 Jahre bei uns sein. Mhm. Ja, einmal das ist erzogen, auch eine schöne Sache. Das ist, ja, finde ich auch. Also ja. Weiß man jetzt nicht, was man besser finden würde, ob der Hund spricht. Aber ich glaube, wenn er spricht und er stirbt dann nach so 10 Jahren, ist es noch schlimmer, als wenn er nicht sprechen würde, oder? Ich würde ihm einfach beibringen, dass er auch wirklich mal zur Tankstelle gehen kann und Brötchen holen und sowas. Also so ein bisschen selbstständiger einfach. Ich mein, dass er mich halt versteht, weißt du, dass ich dann sage, gehst du mal runter, holst die Post oder so. Ja, gut, gehst du mal alleine so. Einige können das ja auch. Das stimmt, das stimmt. Die kann ich jetzt nicht fragen. Eis lieber schlecken oder lieber knabbern?
Knabbern, das geht schneller. Lieblingseissorte? Wie viele? Schokolade. Schokolade. Stracciatella. Ja, eindeutig Schlecken natürlich und ich liebe Vanille und Schokolade. Ich bin so ein Löffler. Also ich nehme mir immer so einen Plastiklöffel mit und Erdbeer, wenn dann. Also ich glaube, ich bin auch ein Knabberer und wäre auch Schokolade. Also, was erhoffst du dir vom Reisen? Also warum gehst du auf Reisen? Das ist jetzt auch wieder, kannst du dich noch dran erinnern, als ich erzählt habe, ich mache so gerne Abenteuerurlaub auf Fuerteventura? Und da hast du ja gesagt, was ist denn das für ein Abenteuer? Aber jetzt auf die Frage zurückzukommen, also natürlich Erholung, einfach mal die Seele baumeln lassen und ich liebe ja Wasser und Strand, das ist ja als Norddeutscher, also jetzt für mich so ganz wichtig. Also du bist kein Abenteuerurlauber, sondern Nein. eher wirklich der seine Ruhe haben möchte. Und ja, aber ich gehe so gerne baden und so, das ist für mich einfach. Aber das Schöne als Lebensberater, jetzt bei mir ist es ja so, wir haben es ja immer gut. Also zumindest die meiste Zeit. Ja, ne? Also ich werde auch immer gefragt, ich war ja jetzt eine Woche auf Mallorca und alle haben gesagt, und, hast du dich erholt oder so? Und dann sage ich immer, ich brauche den Urlaub gar nicht, um mich zu erholen, weil ich einfach hier wirklich etwas mache, ja. was mir so viel Spaß macht. Aber es tut so gut, mal wieder was anderes zu sehen. Aber es geht mir gar nicht so richtig um die Erholung, sondern einfach nur um dieses schöne Gefühl, dass man mal wirklich am Strand liegt und mal Sachen nicht macht, die man vielleicht zu Hause machen würde, oder Angelika? Was bist du für? So, also ich brauche ab und zu diesen Energiewechsel. Ich brauche keine Erholung, weil das, was ich tue, ist für mich Erholung. Das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Aber öfters mal rauszukommen, Energiewechsel zu haben, andere Leute zu sehen, ist für mich ganz arg wichtig. Immer das Gleiche. Das ist wie, als wenn ich immer Chips essen würde. Das geht gar nicht. Gibt's so ein Land, wo du Afrika, immer wieder... Afrika natürlich. Wen frage ich denn da? Wen frage ich da natürlich? Christoph? Mein Kurzurlaub besteht jetzt am Donnerstag bevor. Ich fahre 4 Tage nach Hamburg. Okay. Musikalisches Wochenende. Also Städtereiser, ja? Eiskönigin, Wicked, König der Löwen, 3 Musicals und 1 Theaterstück. Okay, das heißt, das ist ein Bildungsurlaub quasi, den du da dann machst. Nee, das ist wirklich Unterhaltung. Oder auch Erholung. Also erholst du dich dann bei so einem Städtetrip auch? Ja. Also dadurch, dass wir bauen dieses Jahr, steht der große Urlaub jetzt dieses Jahr nicht an, weil wir einfach die Bauzeit als Urlaubszeit nutzen und deswegen haben wir uns jetzt mal so 4 Tage Auszeit genommen. So ein Lieblingsland, in das man so... Ägypten. Ich liebe sehr Ägypten. Ja. Du, Lieblingsland? Spanien. Boah, jetzt so viele. Ich könnte es gar nicht so richtig sagen. Also Thailand wäre bei mir ganz weit oben. In der Türkei war es auch so schön. Italien. Also ich glaube Italien. Italien ist auch so wunderschön, oder? Ja, da warst du bestimmt schon häufig. Da war ich schon oft. So als Münchnerin ist das ja auch nicht so weit. Wir sind ja quasi Norditaliener. Naja, genau. Ist ja so. Du Italienisch? Un poco. Ah. Ja, ja. Wie möchtest du gerne begraben werden und wo? Das ist einfach. Also ich möchte gerne in eine Urne und am liebsten auf die See und dann war's das. Also ich möchte keinen, der mein Grab pflegt oder irgendwie sowas, weil die lieben Menschen, die wir haben, die tragen wir ja in uns drin und da braucht man keinen Ort. Ja, also ganz ehrlich, habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Das ist gut, dass wir heute mal darüber reden, oder? Und ich lebe auf jeden Fall noch mehrere Jahre, Jahrzehnte. Ich gehe noch lange nicht und bis dahin habe ich Zeit, mir zu überlegen, ob ich mich verbrennen lasse, begraben lasse oder sonst was. Keine Ahnung, weiß es noch nicht. Alles klar? Ich lasse mich einfrieren vielleicht irgendwann mal. Damit du wieder aufgetaut wirst irgendwann. Ist doch cool. Ja, findest du das jetzt wirklich? Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob hat es eine Lebensqualität, wenn man dann sagt, okay, aber alle die um dich herum sind, sind ja nicht mehr da. Also ich weiß es nicht, aber also über den Tod mache ich mir jetzt auch noch keine Gedanken. Also ich glaube, ich bin wirklich noch sehr jung und möchte auch noch nicht über den Tod mir so Gedanken machen, dass ich jetzt sagen würde, Feuerbestattung oder so. Wer weiß, was es bis dahin gibt. Vielleicht gibt es ja auch ganz andere Möglichkeiten. Mhm.
Also komischerweise habe ich überhaupt gar keine Angst vor dem Tod. Also deswegen ist es jetzt für mich, aber das ist ja sehr interessant, ne, dass ihr es so ein bisschen so zur Seite. Ich finde es jetzt keine so schlimme Frage, weil ich mir sage, wo ist mir eigentlich relativ egal und dass ich verbrannt werden möchte, das weiß eigentlich jeder. Also deswegen ist es jetzt so für mich so eine belanglose Frage irgendwie, ganz komisch. Belanglos. Die verstehe ich nicht. Ah, das ist auch eine schöne Frage. Welche drei Promis würdest du bei Wer wird Millionär als Telefonjoker angeben? Thomas Gottschalk, Günther Jauch und... Günther Jauch darfst du nicht. Ach so. Das geht nicht. Ja, das der moderiert es ja, oder? Ja, eben. Ja, das stimmt. Geht nicht. Wen würde ich denn noch nehmen? Den... Harald Junke ist schon tot. Ja, weiß ich nicht. Drei? Ja. Hetz mich nicht so. Hetz mich nicht. Sascha Krammel also. Ach, Sascha Krammel ist genial. Genau. Aber es geht ja so ein bisschen darum, dass man überlegen muss, okay, in welche Richtung sucht man sich denn da die Kandidaten aus? Denn du brauchst ja irgendwie auch die Experten auf gewissen Gebieten, also vom Prominenten. Ja, das stimmt. Also gesundheitstechnisch würde ich vielleicht Karl Lauterbach nehmen, weil ich mir dann denke, ja, der kennt sich doch da am besten wahrscheinlich aus. Harvard studiert und so weiter und so fort. Gottschalk, glaube ich, wäre auch eine ganz gute Geschichte, weil der ein großes Allgemeinwissen hat. Und dann bräuchtest du noch irgendeinen Sportler. Arnold Schwarzenegger. Den würdest du noch nehmen? Ja, weil der weiß auch ganz viel. Ah, ich bräuchte noch irgendeinen guten, einen schlauen Sportler, irgendeinen Sportmoderator oder so für so Fußballspielen oder so. Hättest du irgendwie? Ganz schwierig. Ja, sie wird mir natürlich schon jemand raussuchen, vielleicht im wissenschaftlichen Bereich, wie du sagst, im Gesundheitsbereich, aber auf keinen Fall den Herrn Lauterbach natürlich. Ja, natürlich nicht. Dieses natürlich möchte ich jetzt hier gestrichen haben, weil das ist ja eine persönliche Meinung. Deswegen, da wollen wir jetzt ja nicht werden. Ja, meine Liebe, dich vielleicht. Ja? Du weißt auch sehr viel. Ja, aber bin ich so prominent, dass... Also ich würde mir ein bisschen was zutrauen. Ich glaube auch. Ja, ich traue dir viel zu. Was habt ihr gerade gesagt in der Regie? Was noch nicht? Achso, ich bin noch nicht berühmt, sagt die Regie auch ganz klar. Oh, mir auch. Wie bitte? Ich bin gar nicht berühmt. Also, das ist die deutsche Ellen DeGeneres, also bitte. Christoph, gibt es für dich drei Promis? Barbara Schöneberger, ja, auch gut. Die finde ich wirklich, die hat auch ein gutes Allgemeinwissen. Aber die ist halt, also ob die es so ernst nimmt, weißt du? Also die ist ja selber oft genug schon an der Million gescheitert. Also. Anke Engelke. Auch sehr gut. Auch sehr, die ist sehr, wirklich sehr, super. Sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Und Jörg Pilawa. Auch eine gute Wahl. Wie speicherst du Handynummern ab? In meinem Handy. Ja, aber machst du es so ganz spießig, indem du Andrea Plewig und dann die Nummern? Oder hast du Kürzel und Spitznamen oder sonst irgendetwas? Ich speichere genau das so ab, wie das gehört. Ja, das meine ich. Also so wie sich's genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehört sich's? Ja, aber der Frank speichert es genau so ab, wie sich das gehört. Also Vor- und Zuname. Genau. Und erst der Vorname und dann der Zuname oder erst der Nachname und dann der Vorname? Leider macht mein Handy das immer durcheinander. Also es steht mal so und mal so. Das kannst du ändern. Echt? Kannst du in den Einstellungen ändern. Okay. Hast du irgendwie auch so ein System? Ja, manche kriegen bei mir einen bestimmten Musikton natürlich. Und wie speicherst du die mit Namen ein? Vorname. Also nur Vornamen, ja? Echt, kannst du das? Ja, ja, ja. Da drehe ich durch. Und so Kosenamen auch oder sonst irgendetwas? Mhm, also, auch, ja, mach ja. Mhm. Also beruflich auch Vor- und Zuname, privat Kosename oder irgendwelche Emojis dahinter oder so, ja, doch schon. Mein Bruder zum Beispiel, den habe ich auch als Markus Plewig abgespeichert. Da war der richtig sauer auf mich. Und ich so, ey, sorry, aber bin ich irgendwie ein Geschäftspartner von dir? Ich bin dein Bruder. Jetzt steht er unter Bro. Also, jetzt steht er unter Bro. Der war richtig böse, dass ich den so aber es ist ja lustiger, irgendwie... wenn du dann den Sprachassistenten benutzt. Ruf Bro an. Genau. Ja, genau. Ruf mein Bro an. Und er ist auch wirklich mein Bro. Was ist das... Schaffen wir die noch nicht? Die schaffen wir nicht, obwohl die echt lustig wäre. Die wäre lustig. Wir können ja gleich noch mal darüber nachdenken. Oder ich heb sie mir für jemand anderen auf.
Das war's für heute. Ein holpriger Wochenstart, aber trotz alledem ein schönes Ende, finde ich, dass wir mit leichter Leben gerade noch genießen durften. Jetzt gucken wir nochmal auf den Spruch des Tages, was der uns sagt. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen. Ist es schwer. Guck mal, da können Sie wieder was, ne? Aus der, also nicht, weil Verlosungsfragen können Sie nicht, aber so Sprüche des Tages rausfinden, das machen Sie manchmal schon ganz gut. Das stimmt, das ist mir die auch schon aufgefallen. Die Belegschaft, die 400 Mitarbeiter von Leichter Leben. Das war's, kommt gut in die Woche. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen, 9 Uhr. Dann wieder startklar hier bei Astro TV. Jetzt, Christoph, ab mit dir rüber ins Shopstudio. Ja. Denn ich glaube, heute dabei Olga Heinert und Stefan Schmidt. Genau. Olga Heinert, Stefan Schmidt gleich im Astro TV Shop mit Christoph Hensch. Wir sehen uns morgen um 9 Uhr wieder. Ich würde mich freuen. Vielen Dank, Angelika, für den Besuch. Vielen Dank, mein lieber Frank. Ich bedanke mich bei dir. Und jetzt noch mal ein schönes, gut in den Tag kommendes Lachen. Jetzt kann ich gerade nicht lachen. Doch, geht schon, geht schon. Bis morgen. Bis morgen. Und danke. Servus. Tschüss.